Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir zocken jetzt Battlewake, die Beta. Mit dabei ist der Chris. Mit dabei der Tupac, heute als Frau. Heute Mrs. Tupac. Mrs. Tupac. Und wir gucken uns mal die Beta von dem Spiel an. Wie es so aufgebaut ist, woher wir das ganze Spiel irgendwie schon kennen. Aber das seht ihr vielleicht auch gleich selber. Genau. Ich würde sagen, wir machen mal ready und dann... Genau, ich habe das Piratenschiff jetzt genommen. Ich denke mal, die Schiffe, das sind auch auf die Figuren zugeschnitten, ne? Man kann aber auch andere wählen. Also du kannst ja das Schiff komplett selbst auswählen, egal welchen Charakter du nimmst. Und es gibt 4 Charaktere, ne? Genau. Natürlich aufleveln lohnt sich jetzt nicht, weil in der Beta, sobald du aus dem Spiel rausgehst, bam, ist alles weg. Also ist wirklich nur eine Closed Beta, wo man probieren könnte, das Spiel, wie es bis jetzt läuft. Genau. Jeder Charakter hat auch einen anderen Angriff oder Verteidigung, also je nachdem, was man für, genau, für Werte hat. Oh, so, Schiff. Hier gibt es das berühmte Klöckchen, woher kennen wir das? Ja. Man muss aber betonen, man kann hier kein Halbsegel oder Vollsegel machen, ne? Ne. So, wo bist du jetzt eigentlich? Ach, ich bin rechts von dir. So. Was ich segel mal rechts lang. Einfach die Schiffe erledigen. Alter, die Krieg. Es gibt aber Gas hier, ne? Lecco mio. Ach, scheiße. Also es lässt sich anders lenken wie bei Pharisees. Irgendwie hast du den Anschlag schnell erreicht bei dem Schiff. Kommt mir jedenfalls zuvor. Also du kannst... Wie Grad sind das? 90 Grad, oder? Ja, man muss schon sagen, es ist arcadehaltiger als Pharisees. Ja. Oh, Eisberg voraus. Eisberg voraus. Und das Schießen geht einfacher. Ja. Der braucht hier nur mit dem Trigger zu zielen, mit dem Gamepad zu zielen, mit dem Trigger abzudrücken. Was gut funktioniert ist, egal in welche Richtung ich gucke, die Waffen werden dann aktiviert. Vorne, hinten, links, rechts. Das stimmt. Das funktioniert echt super. Oh, wir werden beschossen. Eisberg voraus, jetzt, das schaffe ich nicht mehr. Scheiße. Ich hätte die andere drücken müssen. Boah, die kommen hier alle daher, ey. Da müssen wir lang, so. Also wir können auch immer einen Anker setzen, links oder rechts, und dann macht er so eine harte Rechts- oder Linkskurve. Ist auch schon mal ganz, ganz wichtig. Ach, die folgen einen hier, gell? Ja, ja. Fuck, 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 fuck. So, jetzt können wir weiter anvisieren, dann wird es kleiner und dann wird es auch besser zum Treffen. Oh, die stecken aber viel ein, ne? Manche schon, manche überhaupt nicht, ne? Oh, jetzt war mir kurz schwindelig. Okay. Wow, was passiert denn jetzt? Ich bin auf ein anderes Schiff gefahren. Oh, ich seh's. Scheiße. Oh, da hinten ist aber ein Riesenschiff, ne? Und wir haben insgesamt 3 Leben. Und wenn du eins verlierst, ja, verliert unser Team quasi auch eins, ne? Okay. Also ich finde, das Lenkrad ist irgendwie schwer zu greifen. Ich greife andauernd daneben. Also ja, und es hat auch dieses Autogrip, ne? Also nee. Ich brauche kein, keinen Grip halten, sondern... Ja, schön, dass das... Ist ein bisschen nervig, wenn man gar nicht weiß, wann er jetzt greift und wann nicht, ne? Ja, das fühlt sich nicht gut an. Ja. Also das sollten die per Option ein- oder ausschaltbar machen. Ja, natürlich falsche Richtung. Aber so die Grafik sieht, wie immer für das Studio, echt top aus. Ja. Die wissen, wie man VR-Spiele macht. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt Fear Receives daneben stellst, ist es vom Spielprinzip oder von der Steuerung fast das Gleiche. Ob wir das jetzt gut finden oder schlecht, das müsst ihr selber entscheiden. Ja. Das habe ich auch gestern, als ich mit Hoshi gespielt habe, gesagt, oder Hoshi jetzt auch gesagt, das Wasser sieht bei Fury Seas besser aus. Ja, das stimmt allerdings. Hier hast du nicht so krassen Wellengang drin. Schon den großen hinter dir fährt einer. Hinter mir? Hinter dir, da folgt er die ganze Zeit. Ich habe ja meine Kanonen hinten noch. Hier sind überall diese Fassbomben. Also du bist ja wirklich rundrum so, das große ist kaputt. Alles gut. Ich habe auch mein Super. Das könnte ich nachher benutzen. So. Ach, okay. Das drehen wir mal bei.
So. Jetzt zeige ich euch gleich mal von der Krakenfrau den Super. Oh, das ist Chris. Ich versuche an dem vorbeizukommen, am Chris. Oh. Hat nicht geklappt. Kein Problem. So, ich will zu den Großen da. Und dann holen wir die große Krake raus. Yeah. Da ist er doch schon, die Krake. Also ihr müsst die Münze packen und dann habt ihr hier wirklich ein Menü. Oder ja, ihr seht, wo die Krake dann landen wird im Endeffekt. Oh, jetzt kommen aber die Gegner hier an, ne? Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir auch den Dampfer da hinten erwischen. Weil wenn wir jetzt loslassen, wird die Krake losgelassen. So, Krake. Alter. Das ist schon geil gemacht. Auf jeden Fall. Und ich bin down. Da fehlt nur noch Moby Dick hier in dem Spiel. Tupac sagt tschüss. So, ich bin wieder da. Kann man eigentlich hier irgendwie bremsen, dass man... Ja, wenn du beide Ketten ziehst. Ach, Vollbremsung. Ja, hier fehlt noch so ein Halbmodus, ne? Wie bei Fury Seas. Ja, weil da hast du die ganze Zeit die Glocke benutzt. Ja. Haben sich wahrscheinlich nicht getraut, noch auch noch zu übernehmen. So, den haben wir gleich. Da lassen wir jetzt nicht locker. Bis der down ist. Ach, das ist Chris. Komm. Ja. Ah. Wir drehen mal dabei. There is no escape. Oh, scheiße. Die Krake. War jetzt auch wieder ein Angriff von mir, aber nicht die Super-Ulti. Okay. Nicht schlecht. Aber wenn ich da im Weg bin, kann die mich auch schaden, oder? Also, wir haben probiert gestern, das ging nicht, sich gegenseitig zu schaden. Okay. Mission complete. Okay, wieder andere Schiffe. Destroyer, okay. Komm, 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 komm. Noch mal eine. Ist gut. Die Kanone am Ende gefällt mir. Oh. Also die Burg haut jetzt aber hier einen raus. Ja, ja. Oh, 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 oh. Scheiße. So, jetzt habe ich auch mal die Krake geholt. Mal gucken, ob die was bringt fürs Schluss. Du hast aber die Krake nicht, ne? Du hast, glaube ich, was anderes. Habe ich was anderes? Ja. Weil du ja den Skeletor hast, sag ich mal. So, den holen wir uns aber jetzt erstmal nach vorne. Oh, der steckt ein bisschen mehr ein. Oh, Eisberg, Eisberg, Eisberg. Spitze Titanic hier. Echt. Und die Mannschaft könnte so ein bisschen, ja, ehrlicher an den Waffen arbeiten, weil die stehen ja irgendwie einen Meter daneben nur. Ja, einer sitzt bei mir in der Mitte rum. Also das könnt ihr auch noch verbessern, aber ist ja nur eine Beta. Du weißt, was sich noch ändert. Genau. So, jetzt versuchen wir mal hier wirklich. Die stecken aber was ein, ey. Ja. Oh. Na gut. Ich helfe dir mal ein bisschen mit dem.
Aber wir müssen langsam die Burg mal angreifen, richtig? Ja. Ich muss näher ran, ich mache nicht genug Schaden, glaube ich. Wow! Super, jetzt bin ich genau in der Bombenzone hier. Ah, fuck, scheiße. Kommt noch ein. Oh Gott, ich bin schon wieder down. Also das Schiff von dem. Also das Schiff von dem Skeletor-Typen hielt mal mehr aus, als ich gestern gespielt habe. Mhm. Ist jetzt vorbei? Warfare Round 1. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen, oder? Nee. Nee. Hä? Okay. Bist du einmal gestorben? Ja. Ja, ich bin zweimal, also waren unser Leben weg. Ja, komm, da machen wir noch. Da machen wir nochmal. Das war was kurz, ne? Each of these beauties comes with their own set of weapons and sails. Be sure to try out all your options. So. Was halt bei dem Spiel immer auffällt, die Spiele sind immer sehr bunt aufgestellt. Das war schon bei Sprint Vector so gewesen und bei. Ja, was haben sie noch gemacht? Das stimmt. Creed ist ja auch so in den Look. Ja, also ja. Sie haben immer so ihren eigenen Grafikstil. Ja, das merkt man, ne? Wiedererkennungswert auf jeden Fall. Mhm. Ui. Alter. Also jetzt habe ich eben ein anderes Schiff ausgewählt, aber es ging doch nicht. Scheinbar sind die wirklich gekoppelt. Aber man konnte das Schiff auswählen, anderes. Also ich habe jetzt auch noch ein anderes genommen. So, jetzt mal ein bisschen vorsichtiger auf diese Bombenzone. Ja. Also das irritiert mich noch mit den Autocrit hier. Das ist ganz komisch. Ja, ja. Schiffe brennen, ja, okay. Ich habe jetzt vorne zwei Maschinengewehre drauf. Ja, du kannst sie nachher auch immer wieder wechseln mit durch Upgrades. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Boah, ich hinter dir ist einer. Ha, der wollte wohl sich anschleichen. Den haben wir gegeben. Einmal rum. Manche Boote sind ja gefühlt nach zwei Schüssen down und manche? Irgendwie. Ist down. Sehr gut. Oh, da war eine Krake. Ja. War die von dir? Ja. Der Angriff ist echt cool. Wie ist das mit der Mitte? Nehme ich in der Hand und. Nee, das war jetzt per Button. Das war nicht. Ach die so. Ulti. Die große Krake kommt, das war nur ein Arm. Und die große Krake muss ich wirklich die Münze nehmen, die an der Hand erscheint. Ja. Und die nimmst du dann, hältst aber die Grip-Taste fest. Ah, okay. Oh. Und dann musst du loslassen, wenn du aktivieren willst. Ah. Mir ist aber auch schon leider ein paar Mal passiert, dass ich aus Versehen genommen habe, weil ich hier an dem Steuer am Hantieren war. Oh. Ich habe noch kein Ulti. Komm, wir drehen mal bei. Den jagen wir jetzt. Hinter dir ist einer, Chris. Ja, ja. Boah, da wollte man reinfahren, der Arsch, ey. Ja, das ist gleich Geschichte. Komm, mal ein. Okay. So, jetzt habe ich die Münze in der Hand. Genau, jetzt musst du die loslassen, wenn du in der Nähe bist. Du siehst dann eigentlich, wo das aktiviert wird. Du siehst ja jetzt schon so ein. Ja. Aber die kleinen Schiffe nerven auch ein bisschen jetzt hier. Ja, da hole ich die jetzt mal. Ich habe auch eine Münze.
ich hau den jetzt auch raus. Weg ist. Wow, so eine Megawelle. Nicht schlecht. Ja, war gut. Okay, wir sollen die Dings zerstören. Der Borg, ja. Mal gucken, was jetzt schon. Jetzt haben wir eigentlich noch. Kann man von hier schießen? Nee, bringt nicht. Okay. Oh. Ah, jetzt kommt wieder hier. Ah. Na komm. Boah, da musst du aber drauf schießen hier, ne? Ja, ja. Jetzt habe ich hier mehrere. Ich muss hier irgendwie mal raus, langsam. So. Der Borg, habe ich ein Ding weg? Ja, ich baller jetzt auch mal mit drauf. Jetzt bin ich hier voll in der Beschusszone. Ah, fuck, 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 fuck. Keinen Schaden mehr doch. Komm schon. Dreh mal bei. So, wir haben fast die Hälfte weg. Dreh, 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 dreh. Ehe hier die anderen Schiffe wiederkommen. Ja. Wir sind schon unterwegs, die anderen Schiffe, ne? Ja, ja, aussieht bis jetzt ganz gut aus. Komm, vier solche Dinger noch. Dann haben wir jetzt gleich. Dauert nicht mehr lang. Oh, wieder Beschusszone. Mist, jetzt haben wir getroffen. Wenn die so schnell vor einem erscheint, kann man nichts mehr machen. Nee. Probieren wir mit den hinteren Kanonen. Okay, ein Würfel, nee, nicht Würfel. Ein Balken ist es noch. Wir kümmern uns noch kurz um das Schiff hier. Dann machen wir die Burg im Gar aus. So, das war's aber jetzt. Komm. Und ich glaube, man kriegt nach jeder Welle neue Energie, ne? Okay. Oh, wir kriegen eine Kiste. Yes! 20 Bier. 5 XXX habe ich. 5 Bier? Nee, bei mir sind 10 10. Und jetzt können wir uns was aussuchen, ein Upgrade. Okay. Increased Damage. Das hört sich eigentlich gut an. Boah, wir haben ja richtig viel. 50 Bier habe ich. Da können wir ja richtig aufleveln hier. Another tool for the great one's bidding. Okay, 25, 25, 25. Okay, aber wir haben einige Level mehr. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Am besten Sommer wieder. Ja, und jetzt gibt's bald noch ein Creed-Turnier, ne? Beim VR-Pack. Mhm. Also wer es VR-Pack immer noch nicht kennt, unten in der Beschreibung, ne, bei uns. Draufklicken und Spaß haben. Genau. Aber bei den Sommertemperaturen ist Creed echt eine Herausforderung. Das stimmt allerdings. So, wo sind wir denn jetzt? Okay. Also das sind die vier Welten von unseren Charakteren, oder? Das war gerade meine Welt, wo wir waren. Ja, das stimmt. Das ist die vom Affen, glaube ich. Oh, ich habe sogar Schaden gemacht. Da hätte ich jetzt nicht gerechnet. The drowned one whispers louder than ever.
Aber ich konnte noch nichts auswählen für hinten an den Waffen andere irgendwie auszuwählen. Als ich mit Hoshi gespielt habe, ging das. Also Waffen habe ich jetzt, Damage habe ich auf Level 5 jetzt. Das ist ordentlich. Oh ja, die Schiffe gehen auch. Beidrehen, jawohl. Schnell dauern. Ja, ich mache jetzt 810 Schaden anstatt 600, wie eben. Das ist ordentlich. Ja. Mal gucken, ob ich die Karte rausholen kann. Kann ich, jawohl. Oh Gott, oh Gott. Enges Gebiet hier. Ja, ist sehr verwinkelt. Komm. Ich habe auf jeden Fall eine Münze, aber ich glaube, die halte ich mir, wenn irgendwas Großes kommt. Ich habe noch keine bis jetzt. Wenn ich die nicht aus Versehen gleich nehme. Also ich hätte lieber auf den Button, diesen Angriff. Ja, das stimmt. Der fummelt sie jedes Mal an der Hand rum. Jedes Mal hier was wird. Also ich bewege mich immer gar nicht, ich bin aber immer einen halben Meter weiter weg jede Runde. Also ganz komisch. Vom Steuerrad. Ich finde das Steuerrad auch ein bisschen zu groß irgendwie. Könnte ein bisschen kleiner sein. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen, ja, nicht viel. So, der kriegt jetzt gleich erstmal hier die Krake. Das ist noch zu weit weg. Jetzt. Ich glaube, ich habe den gar nicht richtig erwischt. Scheiße. Nachladen, komm. Drehen wir aber nochmal. Wo bist du? Na hier, bei der Burg. Da hinten ist noch einer. Keep going! Keep going until keep there's going. Nothing left! Genau. Du hast gerade Anker geworfen, ne? Hab ich gesehen. Ja, das geht mich noch ein bisschen zu scharf in die Kurve rein. Ja. Na komm. Jetzt hat er wieder die Fässer gesetzt. Oh je. Da müssen wir jetzt erstmal so rum. There is no escape. Jawoll, weg ist er, oder? Ja, gut aus. Aber die Fässer kann man nicht kaputt schießen, ne? Passiert da nichts, ne? Wäre natürlich praktisch, ne? Boah, sind aber schnell die Dinger hier. Und auch schnell down. Komm. Ich hab keinen Superangriff. Boah, der steckt ein, oder? Oh, richtig. Boah, wir ballern mit zwei Mann auf den drauf.
kommen wieder zwei. Versuche ich mal. Okay, der ging daneben leider. Ich kümmere mich um die Burg. Mit der Sonne und so sieht es cool aus auf dem Wasser. Das ist schön gemacht. Echt cool aus. Kann auf jeden Fall was werden, der Titel. Multiplayer. Ja, wenn wir hier Multiplayer spielen, dann stehen wir wieder auf so einem großen Dilemma. Ja, toll, hat gesessen. Nee, hat nicht gesessen. Fuck, ich bin down. Also ich schieße jetzt mal auf die Burg, weil sonst wären wir hier, glaube ich, nie fertig. Ein bisschen was brauchst du noch. Ich habe noch eine Krake. Ich auch noch, aber die wird nichts gegen die Burg bringen, oder? Ich mache hier mal die Schiffe weg. Ich bin down. Scheiße. Ich glaube, das war's, oder? Nee, die Burg hat auch was abgekriegt. Okay, ja, dann setze ich die auch jetzt ein. Also von der Welle zumindest. Ja, ich setze sie jetzt genau in die Burg rein. Ganz bequem fahren wir da jetzt rein. Totenköpfe ignorieren wir ja jetzt. The great one comes for their souls. Komm schon. Ja, ich glaube, die kriegt man ab. Oh ja. Komm schon. Schon wieder Mistfässer. Komm. Ich krieg ja schon einen Drehwurm. Ja, hier bist du nur am Ball drehen, ne? Ja. Ja. Ist war das? So. Es wird härter, ne? Ja. 108 Fässer habe ich insgesamt. Oh, Firework habe ich für hinten. Kommen. Gucken wir uns da gleich mal an. Also je nachdem, wie viel Upgrades da gibt, kann das echt interessant werden, wenn man wirklich die ganzen Geschütze austauschen kann immer. Das stimmt. Oh, ich muss mich mal kurz abwischen, ey, das ist echt zu warm. Mach das. Okay, jetzt können wir nichts anderes kaufen, aber wir haben alles auf Level 4. Passt. Der Chris hat noch 14 Sekunden. So. 10, 9, 8, 7. Du musst schnell auswählen. Ja. Ja, machen wir noch eine Runde, sonst habe ich zu viel zum Schneiden dann. Es wird jetzt schon zu lang sein. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir es schneiden. Na, ich mache es meist so maximal 15 Minuten, weil über 20 Minuten guckt sich kein Mensch an. Außer wenn es ein Livestream ist. Ja. Das ist mir echt schon wieder zu warm, ey. Hat man gestern gesehen, bei meinen 3,5 Stunden Stream. So ist es. Ja, live ist halt teilweise unterhaltsamer, ne? Ja, klar. Okay, jetzt sind wir aber auf der Welt von der, also von dir, vom Skeletor. Ja. Also ein Schiffspiel haben wir ja theoretisch schon, ne? Bitte? Dass man das jetzt noch mal so ein Schiffspiel rauskommt. Bei ewig spielen, gut, hier kannst du mit aufleveln, aber ob das für eine Ewigkeit Spaß macht, das ist die Frage. Bei Furious Seas fehlt halt auch noch viel Content, ne? Da gibt es einen Story-Modus, aber der ist auch nicht wirklich abgeschlossen. Also da müssen die auch langsam mal was rausbringen. Das war unser Firework. Da kommt da was, was wir beschießen können. Komm, anpeilen.
Ja. Oh, immer wenn ich zielen will, greife ich ins Lenkrad. Ja, down. Ja, das ging flott. Ja. Boah, hinter uns kommt der, ja. Wir fahren mal einmal um die Insel hier und dann gucken wir mal, was da sonst noch ist. Ja, okay, da sind welche. Also Levels sind ja eigentlich immer gleich aufgebaut, ne? Ein paar Schiffe, eine Burg. Ja, es ist momentan ein Wave-Shooter, ne? Theoretisch gesehen, ja. Aber ist Furious Seas ja auch. Aber Multiplayer läuft sehr gut. Ist ja nicht immer der Fall, ne? Ne. Also die Feuerwerkskörper auf den Seitenkanonen sind echt gut. Gefallen mir. More ships on the way. Ah, wäre noch cool, wenn man wirklich hier, wenn man eine Burg angreifen muss, runtergehen könnte, dann noch irgendwie mit Schwert und Muskete kämpfen könnte und sowas, ne? Sowas fehlt noch. Sowas fehlt noch. Brennen. Oh, oh. Sorry. Kein Problem. Scheiße. Aber rein theoretisch, wenn das so nimmst, du brauchst ja das Lenkrad noch nicht mal anzupassen. Du brauchst eigentlich nur mit deinen Ankern zu spielen. Da hast du einen gleichen Effekt. Ja. Du musst natürlich nur in die richtige Richtung lenken können. Ich habe eben auch kurz gedacht, man müsste entgegengesetzt, aber nee, wenn man nach rechts will, muss man einfach rechts, ne? Ja, gibt eigentlich auch keinen Sinn. Eigentlich muss man doch entgegengesetzt. Eigentlich schon. Das Schiff ist ja riesig hinten drauf, ey, Wahnsinn. Das fehlt natürlich hier auch noch, dass man die Schiffsgröße irgendwie erweitern kann. Auch mehr Kanonen, ne, aufrüsten kann. Die sind da ganz hinten. Wo? Einmal abdrehen. Oh! Danke, du hast mich gedreht. Der war gut. Cool. Ja komm, ich hau mal so eine Welle raus. Ich hab da auch kommt noch hier unseren Krakenonkel. Na kommt her. Kommt. Erstes Hallo. Schiff down. Boah, die Welle ist krass. Hey. Boah, da hinten, hast du gesehen? Scheiße, ich bin gerade runtergegangen. Da hinten flippen die durch die Welt, durch die Luft. So, jetzt kommt der Boss, okay. Ah, ich habe eine Münze. Wo bist du? Ich bin hier ganz alleine. Ich komme zum Boss. Und dann kriegt er gleich direkt die Krake. Und los! Das wäre blöd, wenn die mir jetzt auch Schaden macht, dann bin ich mich weg. Doch, ich bin down. Ja. Also irgendwie, ich glaube, das war's auch, ne? Ja, ja, das war's. 95 Grog. Sollen wir noch einen saufen, Chris? Stimmt. Ja, können wir hier auch beenden, ne? Würde ich sagen. Sieht schon mal ganz gut aus für eine Beta. Für eine Beta war es echt super, ne? Was noch so dazu kommt. Genau, vielleicht gibt es ja auch bald nochmal, das ist ja eine Closed Beta, man muss sich wirklich anmelden. Vielleicht gibt es auch demnächst eine Open Beta. Wir werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Kommt zu uns im VR-Pack-Discord und ja, da gibt es dann immer Infos und so weiter.
So danke fürs Zuschauen, ne? Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Chris, genießt abonnieren, liken. Tupac abonnieren und liken. Ja. Dann gibt es noch mehr solche Streams, auch ein paar verrücktere. Genau. Dankeschön, Leute. Ciao. Macht's gut. Ciao.